Hi! Heute werde ich euch mal was anderes zeigen, und zwar Smite. Während Heroes of the Storm auf verlängerten Wartungsfenster war, habe ich mal Smite ausprobiert. Warum ich es euch zeige, ist, weil ich positiv überrascht wurde. Also ich habe eigentlich nicht recht viel erwartet, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, Smite ein bisschen auszuprobieren. Ich werde es euch in einem Free-on-Free zeigen, weil das ein bisschen schneller geht. In den 5-on-5 Maps hat man halt auch eher so diese Sachen, wie man bei Dota oder LoL drin hat, eben mit Farmen und so. Also das dauert schon ein bisschen länger. Das ist ein normales MOBA im Grunde genommen. Das Duell Free and Free ist die Map ist etwa ein Drittel so groß und es ist nur eine Lane mit zwei seitlichen Jungles. Und da werde ich es euch jetzt zeigen. Generell kann man wartet man normal nicht länger als 2 Minuten, weil es eben diese Invite-Tickers gibt. Also in 25 Sekunden wird mein Game starten. Also werde ich in einem Game drinnen sein. Wir haben bisher erst einen Hero gekauft mit der Ingame-Gunst, die man da kriegt beim Spielen. Und ja, also es ist durchaus ein einfaches MOBA. Und man muss allerdings dabei beachten, es ist ein Third-Person-MOBA. Und gerade mit den ganzen Göttern, die man da spüren kann. Entschuldigung. Ist es schon mehr Action. Vor allem, wenn man als Herkules zum Beispiel gerade irgendwie einen riesigen Felsbrocken wirft, ist das durchaus unterhaltsamer, wie wenn man es bei LOL oder bei Dota macht, weil es einfach Third Person ist. Janus. Er wird Janus spielen. Man muss dabei auch beachten, also gerade was wahrscheinlich neu für einen ist, wenn man das auf einmal in Third Person spielt, ist, dass man natürlich kein großes Sichtfeld hat. Ja? Man sieht einfach nur viel weniger, also ich schätze mal so 120 Grad oder so. Was hinterm abgeht, kann man nur sehen, wenn man sie umdreht. Allerdings läuft man dann auch schneller, langsamer, wenn man rückwärts läuft. Also muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe Autofertigkeiten leveln und Autogegenstände kaufen aktiviert, damit man dann nicht so viel Zeit dafür braucht, sondern mehr vom Spiel sieht. Das ist relativ praktisch am Anfang. Ich glaube, das kann man sich dann noch ein bisschen umstellen, aber man kann es natürlich einfach selbst leveln alles. Ganz normal wie bei normalen MOBAs eben. Ich habe eben Janus. Der hat mir relativ gut gefallen. Und zwar einen normalen Schadensschuss extra zu seinem Auto-Attack. Da hat er einfach so eine kleine Mauer, wenn der Gegner durchläuft oder man selbst durchläuft, wird man eben langsamer oder schneller. Und was aber interessant sind, ist Portal, ist ein Standard-Spell, den kann man auf den Boden zaubern und kann vor einen Gegner durch den Boden und vor dann von oben wieder runter und kriegt Schaden. Beziehungsweise man kann auch selbst reinlaufen und damit, er kriegt dann selbst keinen Schaden, aber kann zum Beispiel Sachen ausweichen. Und vor allem, man kann das Portal auch gegen eine Wand werfen und dann kann ein Teammitglied durch dieses Portal auf die andere Seite der Mauer laufen, springen. Das ist recht cool. Und das Ulti ist, wie eine große Version davon, das ist ein Schuss, der durch die ganze Map geht. In der Free-and-Free Map, glaube ich, macht es sogar überall Portale durch, wo der Schuss durchgeht. Auf der großen Map ist es etwa ein Drittel der Map. Und da kann das ganze Team bis zum Ende der Wirkungsdauer, ich glaube das sind so 8 Sekunden oder sowas, durchspringen und das macht das Team sehr schnell. Aber das werdet ihr dann eh gleich mal sehen. Man startet hier auf der Free and Free Map auf Level 3. Man hat eben eine mittlere Lane und 3 Jungle Camps auf jeder Seite. Die geben auch alle Buffs, also es gibt hier Mana, Attack Damage und Attack Speed bzw. Bewegungsspeed. Auf der anderen Seite umgekehrt natürlich. Was allerdings anzumerken ist, diese Buffs können von einem Teammitglied jeweils nur einen, also kann jeder nur einen Buff gleichzeitig aktiv haben. Das heißt, wenn jemand im Jungle ist und 3 Buffs abräumt, hat er trotzdem nur einen aktiv. Die anderen bleiben liegen und können von irgendwem aufgeklappt werden.
Ich möchte da jetzt diesen Mana-Buff haben, hoffentlich. Sehr schön. Den haben wir uns auch noch schnell. Beziehungsweise, ich glaube, ich will da schon mal die XP von der Mitte. Ich muss zugeben, ich kenne viele Heroes noch nicht. Von dem habe ich, glaube ich, schon ein bisschen was mitgekriegt. Den haben wir sonst nur da. Die Sylla, die habe ich, glaube ich, auch schon ein bisschen mitgekriegt. Und die Knight auch. Aber gespielt habe ich die noch nicht. Auf der Minimap sieht man, glaube ich, Gegner auch nur dann, wenn irgendwer vom Team in die Richtung schaut oder man an Bord hat. Generell gibt es diese aktivierbaren, also die Consumables, diese Pots, die ich gerade eingeworfen habe, sieht man rechts unten. Und es gibt 6 normale Item-Slots und 6 aktivierbare Item-Slots. Das sind so wie die Summoner-Spells quasi bei LoL. Allerdings kann man sich da jede Menge unterschiedliche kaufen. Und was auch interessant ist, diese aktivierbaren Items, von denen man maximal 2 haben kann, kann man upgraden und die Fähigkeiten damit ein bisschen abändern. So. Fürs Last Hitten der Creeps gibt's ein bisschen mehr Gold, allerdings nicht viel. Die ist aber schnell. Aber sie trifft nicht so gut. Oder ich weiche so glorreich aus. Nein! Komm schon, ich krieg dich! Ich könnte durch, aber stehe mitten im Tower. Also man kann solche Portale erstellen, aber da springe ich nicht durch. Da stirb ich auf jeden Fall. Kann man aber den nicht vielleicht erwischen? Ultimate is ready! Kein Schritt weiter vorwärts gegangen. Okay, mein Mana ist ein bisschen aus. Da mal kurz zurück und werde dann recht schnell wieder im Spiel sein. Ich werde mein Ultima einsetzen, damit ihr es seht. So. Man sieht so ein bisschen durch die Mauern, sieht man halt die Gegner, die Kollegen auch sehen. Und ich habe da jetzt überall Portale erstellt und stehe auf einmal hinter den Gegnern. Man muss da ein bisschen aufpassen, weil dann kann er seine mitten in den Gegner stehen. Okay, das ging nochmal gut aus. Ich habe ein bisschen Bange gehabt. Also einfach reingezogen werden an den Gegner. Ich hab kein Mana. Hab ich mich zuerst nicht gescheit regeneriert oder? Ich glaube, ich war da zuerst ein bisschen zu voreilig. Mit meinem Ulti einsetzen. Mein Mana gar nicht regeneriert. So. Jetzt aber. Man sieht auf der Minimap, wo diese Portale hinführen. Returning to base. A new threshold. Get out. Nein. So nicht. Ich habe ein Passiv, wo ich, nachdem ich durch ein Portal oder durch meine
Band da am Boden durchlaufen, mit ein bisschen mehr Schaden noch. Komm, 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 komm! Yeah, getroffen! Schade. Getroffen. Aber der hat getroffen. Ich glaube, ich krieg jetzt nicht mehr, oder? Und da sollte ich lieber abhauen, bevor ich die Sula nicht krieg. Warum kann er da kein Portal machen? Ich glaube, das Portal kann nur durch eine bestimmte Dicke an Mauer durch. Und ich glaube, das war zu weit. Ich wollte da ein Portal durchmachen und abhauen, aber es hat wohl leider nicht so hingehört. So, man sieht es eben, da geht's nicht durch. Da reicht's. So weit geht's also. Mittlerweile sind wir auf dem Level her schon ein bisschen vorne und ich glaube auch vom Gold. Das merkt man relativ stark bei dem Spiel, also da wird man deutlich besser wie die Gegner mit Level und Items. Also, was bei Heroes of the Storm natürlich gar nicht der Fall ist. Man merkt zwar die Levels bei Heroes of the Storm, aber natürlich keine Items, das kann gibt. Also mein Snowball, da, wie man es so gut sagt, relativ schnell mal. Machen wir die Balliste da kaputt. Okay, ich glaube, ich gehe da lieber mit. Lauf, lauf, Janus, lauf! Aha, das war jetzt ziemlich knapp. Und man mit ihnen verfolgt. I do believe I overstayed my welcome. Also diese Scylla ist relativ schnell unterwegs. Sind nur schnell unterwegs mit Portalen. Komm. Justice awaits. There it is. A new threshold. Hier, den kann man nicht in den Boden reinsaugen, wenn er gerade sein Ultimate hat. Es gibt noch den Towern diese Inhibitoren, also nicht Inhibitoren, es gibt diese Phönixe, die wirken wie Inhibitoren bei LOL. Wenn die gekillt werden, nach einiger Zeit respawnen die, aber solange die down sind, kriegt man stärkere Creeps. Und am Schluss gibt es nicht irgendwie ein Nexus, sondern es ist direkt eine mythische Kreatur, zum Beispiel so ein Minotaurus oder... Ja, sowas in der Art, gegen die man kämpfen kann.
Der silenced. Das mag ich gar nicht. Okay, das war ein bisschen sehr daneben gesetzt. Sind davon war es glaube ich viel zu wenig Schaden gewesen. Du musst drauf treten auf dieses Loch und reinfallen, Mann. Die Gegner haben das Spiel noch nicht so ganz verstanden. Weg hier. Die haben mich gerade zerlegt. Die haben uns gerade alle zerlegt. Aber unser, ich glaube, Tür ist es. Kommt gleich wieder zurück. I'm the greatest. No. Yes. Interessante Unterhaltungen hier mit ihm und. Machen die gerade Angle Creeps? Wahrscheinlich. Ich möchte jetzt ein bisschen schneller vorne sein. Und mein Teamkollege kommt auch gleich mit. Also natürlich, dieser Janus ist auf der großen Map natürlich deutlich interessanter, weil es natürlich viel mehr Möglichkeiten gibt mit dem Portal. Aber ich finde den recht cool von der Idee her, da ein bisschen anders wie die meisten anderen Heroes, die man so kennt aus MOBAs. Dieser Schuss von mir, der ebenso in dieser Linie, in diesen Linien gehen, wenn ich einen Gegner mit beiden Bahnen treffe, dann mache ich deutlich mehr Schaden. Ich glaube so, mache ich halt 150% statt 100% Schaden. Und das geht natürlich recht gut, wenn der Gegner gerade runterfällt. Ich glaube, da brauchen wir ein paar Creeps, um den anzugreifen. Und das sind jetzt die Gegner auch wieder da. Unsere Typen haben jetzt so Feuerschwerter und Feuerbögen. Machen sie wahrscheinlich nicht so effektiv, ist, wenn der eigene Bogen brennt. Aber anscheinend auch die Pfeile. Sehr gut. Die Bogenschützen, ich glaube, Nate. Ist halt Level 9. Das merkt man schon sehr stark, dass die ziemlich schnell tot ist. Wenn man selbst Level 14 ist. Also, das ist ein recht einseitiges Match, aber es ist sehr okay. Im Herzeigen.
gegnerische Base ist schon ziemlich low. Auf etwa halb Hitpoint. Bin mir nicht sicher, ob die regeneriert oder nicht. Ich glaube, sie regeneriert sehr langsam. Schauen wir, dass wir da ein bisschen schneller wieder nach vorne kommen. Je weiter entfernt ihr ein Gegner übrigens mit dem Schuss trifft, desto mehr Schaden macht. Allerdings ist das wirklich nicht so leicht, wenn zu treffen auf große Distanz. Jetzt aber. Okay. Ja, das war jetzt ein kleiner Einblick in Smite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn ihr jetzt ja, das Item kaufen und das Skills Level nicht mitgekriegt habt. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt so tragisch, beziehungsweise kann man es beim selbst ausprobieren natürlich recht schnell mal machen. Ja, also das war Smite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Einfach mal zwischendurch was anderes. Ich glaube, ich werde es nicht so oft spielen, vielleicht zwischendurch einmal, wenn ich Lust drauf habe, aber das war's dann auch schon. Und man sieht sich dann bald wieder mit dem nächsten Video. Ciao!